Hallo Leute, ich habe in den letzten Wochen ein paar kosmetische Produkte gekauft und die wollte ich euch heute mal zeigen, denn ich dachte, ich könnte mal wieder ein Haul abdrehen. Und ich fange am besten gleich mal an mit dem Highlight meiner Meinung nach, denn jetzt vor ein paar Tagen ist eine neue Sleek-Palette herausgekommen, die heißt Snapshots und ist sehr bunt. Ich habe gerade gesehen, in der Verpackung war noch ein Flyer von Sleek Make-up. Aha, da gibt's so, sind so ein paar Produkte von Sleek abgebildet. Habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist quasi meine erste Sleek-Palette. Wobei, ich hatte schon mal die Storm-Palette, habe sie aber dann irgendwie wieder verschenkt. Ich weiß nicht. Damals fand ich die nicht so gut. Aber ich wollte jetzt den Sleek-Paletten nochmal eine Chance geben. Denn die Farben haben mich total angesprochen. Also, so sieht die Palette aus. Und enthalten sind, wie viele Farben? Ich glaube, Moment, 12. 12 Farben mit einem riesigen Spiegel. Ich halte das jetzt mal absichtlich so, damit ihr nicht mein ganzes Chaos seht. Hier fliegt schon der Applikator entgegen. Das sind die Farben. Alle sehr bunt, würde ich sagen. Nur die zweite, die hier ist, halt neutral. Mit Schimmer. Ja, die Palette hat mich sofort angesprochen. Ich wollte sie jetzt ist der Applikator doch rausgefallen. Egal. Was ich noch sagen wollte. Ja, hier stehen dann noch die Farbbezeichnungen auf dieser Folie. Brauche ich aber nicht. Die Farben haben mich sofort angesprochen. Denn, ich hatte ja ein Video hochgeladen mit dem lilafarbenen Lidstrich und dem grün auf der Wasserlinie. Und irgendwie seitdem habe ich total Bock auf Farbe. Und die Sonne ist auch wieder rausgekommen. Und ich habe jetzt irgendwie Bock, mal zu experimentieren halt. Und da fehlt mir halt noch einige bunte Lidschatten. Und so eine Sleek-Palette kostet ja jetzt 9 bis 10 Euro. Und ja, das kann man dann investieren. Und dafür viele verschiedene Farben. Eine Abonnentin hatte recht. Die hat mir bei Facebook geschrieben, dass die Farben so ein bisschen aussehen wie die Monaco und die Curaçao-Palette. Also, ich gebe ihr wirklich recht. Wenn ihr die Paletten schon habt, braucht ihr diese nicht, würde ich sagen. Heute habe ich mich auch damit geschminkt. Mit dem hellen Ton, mit dem da und mit dem schimmernden hellen Grün. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Mal was anderes. Ich werde euch die Palette noch swatchen. Das würde ja ein richtiger Beauty-Guru auch machen. Von daher swatche ich jetzt auch mal was. Aber in meiner Fotobox. Da sind die Farben einfach besser zu sehen. Ja. Das dazu. In einer weiteren, ach ja, ich habe das bei Cosmetic Cosmo bestellt. Ja, in einer weiteren Cosmetic Cosmo Bestellung habe ich mir dann noch eine Rouge gekauft. Und zwar von Sleek. Das Rouge namens Rose Gold. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade lesen kann. Auf jeden Fall. Ich kriege die Verpackung immer so schlecht auf. Sieht die Farbe so aus. Ich sehe gerade die Kamera. Da, die ist pink. Und das schimmert halt so sehr schön rosé, pfirsig und hat einen sehr starken goldenen Schimmer. Ja, ich habe das Rouge auch gerade drauf. Ich weiß nicht, hier seht ihr das vielleicht, dass es so schimmert, wenn die Sonne drauf fällt. Ich muss damit noch ein bisschen üben. Das Rouge ist sehr schön, aber der Schimmer ist wirklich sehr stark. Und wenn man nicht so gerne schimmern möchte, auf den ganzen Wangen, sollte man das vielleicht nur als Highlighter benutzen. Also ich muss damit noch ein bisschen üben. Ein bisschen stark. Ja, ich finde, dass die Verpackung wirklich sehr klein ist. Also das hier ist ein Catrice Rouge und die sind beide wirklich sehr klein. Aber mir ist aufgefallen, dass in den Sleek Rouges sehr viel mehr Inhalt ist. Hier sind 8 Gramm drin und hier sind
5 Gramm. Von daher ist der Preis doch wieder in Ordnung. Ja. Bei Cosmetic Cosmo habe ich mir dann noch einen Lippenpinsel gekauft. Aus der eigenen Pinselreihe. Das ist die Lippen Lily. Und die hat halt, wenn die Kamera gerade fokussieren sollte, die ist halt ja wirklich wie eine Pfeilspitze. Und ja, ich brauche einen Lippenpinsel. Manche Farben lassen sich besser mit einem Lippenpinsel auftragen. Und ja, zum Beispiel Rot muss wirklich gut aufgetragen sein. Genau. Das war dann auch schon das. Und dann natürlich habe ich mir noch 2 Nagellacke gekauft. Ich muss immer Nagellacke kaufen. Und 2 von Essence sind es geworden. Aus dem neuen Sortiment. Ich weiß nicht, ob es die Farben schon gab. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist das hier ein Korall, Aprikot, Orange. Sieht aus wie der Nagellack von Essence. What do you think? Den es letztes Jahr gab. Ja, und den hatte ich mir da mal gekauft, vor 2 Jahren. Und der hatte so eine schlechte Textur, der ist bei mir gar nicht getrocknet. Aber ich fand die Farbe so schön. Deswegen habe ich mir den gekauft. Das ist die 109 Off to Miami. So, gerne. Ich möchte auch nach Miami. Und hier haben wir einen neuen Pinsel. Der ist ziemlich breit. Und rund vorne, ja, finde ich ganz gut. Aber ich muss der Perlenliebelei recht geben, wenn man das jetzt reinschraubt, kommt der Pinsel kaum unten ran, wegen dem langen Flaschenhals. Das ist wirklich etwas doof. So, es war eben noch die Speicherkarte voll. Den habe ich euch jetzt ja gezeigt. Ich bin jetzt gerade bei dem hier gewesen. Das ist auch von Essence. Die 115 Red Solution. Und das ist einfach ein sehr schönes leuchtendes Rot. Hat mir auch gut gefallen. Habe ich beide schon getragen. Ich finde die Qualität gut. Ist ein bisschen schneller abgesplittert. Aber okay. Mit einem guten Überlack geht das. Die haben beide keinen Schimmer. Ja. Das war dann auch schon mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich wollte eigentlich noch was bei Douglas kaufen. Aber wisst ihr, manchmal gehe ich dann auf die Seite, habe dann das Geld gespart, was ich ausgeben wollte und gucke mir dann so die Sachen an und denke, nö, jetzt nicht. Ja, so habe ich mir jetzt keine Essie-Nagellacke gekauft, obwohl ich das vorhatte. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber ich wollte mir eigentlich von Essie Tarte Deco kaufen, aber ich habe das Gefühl, der von Essence sieht der Farbe wirklich sehr ähnlich. Von daher muss ich das jetzt nicht kaufen. Ja, Geld gespart. Ich bin zufrieden, aber ich muss bald zu DM. Also Ende August oder im September möchte ich auf jeden Fall zu DM mir die neuen Sachen von Catrice, Essence und P2 angucken. Okay, das war's von mir. Tschüss!